Jo Leute, willkommen zum neuen Video. Monster Hydro hat uns herausgefordert und zwar betteln wir uns ja schon oft mit Profis. Aber heute finden wir mal auf dem Platz heraus, wer der Beste von uns dreien ist und zwar in einer Reihe von Challenges. Heute ist eine Freistoß-Challenge dran und am Ende gibt es sogar für euch was zu gewinnen, denn der Verlierer wird euch persönlich besuchen und euch euren Lieblingsschuh vorbeibringen. Wenn das nicht mal ein Ansporn ist, ich würde sagen, let's go! Let's go! Auf geht's! Leute, es ist Challenge Time. Erste Position. Insgesamt haben wir drei. Man muss drei Tore schießen oder einmal die Monsterflasche treffen. Aber die Schusstechnik wird ausgelost. Es ist viel dabei. Ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt, oder? Auf geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! Ja, ich fange an. Komm, ich zeige euch, wie das geht. Felix, du darfst ins Tor. Und wir haben... Welche Schusstechnik? Curve! Okay, das ist das Einfachste, denke ich mal. Erstes Tor, komm. Rein in den Kasten. Okay, ich sage, Lukas trifft noch nicht mal das Tor. Also ich muss mich noch nicht mal bewegen. So, Curve. Das ist das Einfachste, was es gibt eigentlich für einen Freistoß. Und der muss sowas von rein. Ich treffe einfach das Hydro, dann habe ich die erste Position schon gewonnen. Dann werde ich auch nicht mehr Letzter. Bist du irgendwie nervös, Lukas? Ich habe so Schiss, aber ich werde euch so vernichten. Ich ziehe jetzt irgendwas mit vier Buchstaben. Oh. Ja, ist okay. Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Ja. Okay, die ersten drei Punkte kommen. Ja? Ich tippe auf R. Carlos. Roberto Canna. Was war das? Konzi, das ist eigentlich schlimm, ne? Wenn du geschossen hast und man nicht weiß, was es war. Oh. Heißt Challenge? Kommen Sie mit ins Tor schießen. Das Ding ist, schieße ich in die Torwart-Ecke oder um die Mauer rum? Um die Mauer. Aber das, nee, das soll er Torwart. Nicht. Der ist auch eine Pussy. Ich glaube, der geht da nicht richtig hin, wenn der auf ihn kommt. Okay. Ah. Ja, besser ging nicht. Ready? Ja. Ciao. Naldo. Wenn da kein Tor drin wäre, wäre die Hälfte der Schüsse wären nicht reingegangen. Ja. Oh. Etwas, auf das wir uns alle freuen. Weakfoot oder Roberto? Ich sag Weakfoot. Oh, stark! Der ist drin! Der ist drin! Stark, Junge! Der kam so komisch über die Mauer. Hat der Keeper keine Lust? Der war auch echt nicht schlecht. Der war krass. Vor allem für Konzi. Gehst bitte in die Mitte. Oh! Ja! Ein Tor. Aber ich treffe jetzt einfach das Hydro. Da habe ich eh gewonnen. Ich hoffe, Lukas zieht jetzt nicht nach. Es war echt wichtig, jetzt den ersten Treffer zu machen. Ready? Ja. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Der wäre sowas von drin gewesen. Was ist das, Hydro? Scheiße! So, komm, kommen Sie. Jawoll. Jawoll. Kacke. Boah! Boah! Das wäre es gewesen. Hättest du die Flasche abgeräumt, ich schwöre, ich wäre nach Hause gegangen. Okay. Ich habe gerade schon geschossen. Da ist Conny so halb hingegangen. Ich glaube, wenn ich noch mal voll drauf ziehe. Jetzt geh auch mal zum Ball. One Strike Man! Scheiße. Was ist mit dir los? Ja, ich habe den Ball nicht mehr gesehen. Tja, so muss das nämlich sein. Du hast überhaupt nicht reagiert. Aber das ist auch die Taktik, oder? Dass man einen Vorsprung gibt und dann die Füße. Ja, das ist auch mein Plan. Let's go. Ich führe immer noch mit einem Tor. Und eine Pike. Weak. Quack, quack, quack. Aber Lukas zieht immer gute Sachen. Das ist krass bei dem. Was hast du, Lukas? Strongfoot. Ein Lukas Football hat keinen Weakfoot. Ach, hör auf, geh nach Hause. Oh, ich dachte schon. Nachschuss! Ja, Nachschuss. Oh, oh leck, wieder Knuckleball. Knuckleball? Aha. Das Ventil zum Fuß gerichtet, wie im Tutorial gezeigt. Torwart-Eck, Lukas! Guck mal, wo ich stehe, der kann niemals über die Mauer knackeln.
Ui. Lukas! Gut, ich dachte schon. Keeper ist da. Keine Gefahr. Komm, den musst du jetzt halten. Ich habe immer so ein bisschen Schiss bei Felix. Ready? Lukas fängt an, zieht sein erstes Kärtchen und Peter, es ist. Ey, das kann doch nicht sein. Wie kann man so Glück haben? Den musst du eigentlich machen. Aber auch kein Druck, ne? Nee. Oh, ja, nicht schlecht. Kein Vergleich zu den Schüssen von Felix. Kein, ja, der war auch nicht gut. Ich sag's, nach drei Runden ist hier vorbei. Okay. Lukas, der Pike. Also bleib einfach da, wo du bist. Mach mal ein bisschen nach da, oder? Ja, bitte. Bin gespannt. Bin auch gespannt. Wow! War das Power? Ja. Ja, war eigentlich nicht schlecht, rechts an der Mauer vorbei. Also da hätte ich nichts mehr machen können. Wie Drops Pike. Okay. Zwei gezogen. Curve. Guck mal, Lukas ist auf meiner Seite, er sagt mir schon an, was Konzi hat. Oder der will mich auf die falsche Fährte bringen. Nein, der hat Nackel. Lukas verarscht mich. Kacke, der war zu gut geschossen. Stark. Gefährlich. Es ist einfach nichts. Das Ding ist, wenn ich den in die Ecke knalle, der geht nicht hin, glaube ich. Wow, what a goal! Was war das? Power. Ja, gut. Alter, da war auch knapp an der Flasche vorbei. Ja. Jawohl. Geil. Ich glaube, er hat Pike. Look at more Master! Ich hoffe nicht. Oh crap, oh crap, oh crap! Oh. Kurz hat die Angst. Der war für Pike gar nicht schlecht. Ja, überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich weiß es nicht. Was hast du? Ja. Ey, das ist ein Witz, Lukas. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist, weil ich will den nicht mal. Ich kann das heute nicht. Lukas, mach mal die linke Ecke. Weil der spekuliert immer über die Mauer. Oh, nicht schwer. Ja. Es ist heute nicht meine Disziplin irgendwie. Curve noch nie. Knuckleball? Nee. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, and turn them to a game. Take the best thoughts,
sand. Put them on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. John, du oder ich? Einer von uns kann sich noch einen Punkt holen, Felix hat schon zwei. Also, Felix hat schon gewonnen. Es gibt noch Platz 2 zu vergeben, weil Platz 2 einen Punkt in der Gesamtwertung kriegt. Und ich muss sagen, ich muss ein bisschen aufholen jetzt. Schüsse waren schlecht. Waren sie? Du darfst anfangen. Ja. Oh, das wäre mein Stichwort gewesen. Okay, du darfst. Okay, Knuckleball. Gib mir den Knuckleball. Gib mir den Knuckleball. Let's go, guys. Gar nicht mal schlecht. Gib mir den Knuckleball. Gib mir den Knuckleball. Ich weiß gar nicht, hier ist immer so ungewohnt. Verzähl nix. Ja. Oh! Wenn der nicht abgefälscht gewesen wäre, der wäre drin. Nie im Leben. Safe. Vielleicht. Scheiße. War heute schon mal irgendein Ball von dir im Tor drin? Ja, beim Aufwärmen. Oh. Okay. Okay, ich spür's. Komm. Okay. Okay. Ey, war das ein Curve? Ja. Okay. Okay. Und was hast du? Naldo. Naldo oder Knaldo? Boah. Ein Tor. Sehr, sehr stark. Da hätte selbst Ronaldo geguckt. Okay. 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 Jetzt würde ich aufpassen, Felix. Jetzt würde ich echt aufpassen, Felix. Felix, passt du auf? Ja. Der war gar nicht schlecht. So sieht man, wie Leute unverdient Challenges gewinnen. Kann ich nicht einmal einen Knuckleball oder Joker bekommen? Mehr Power kann ich aber nicht schießen. Ey, wie knapp ich immer dran bin. Aber ich schieße nicht hart genug. Leute, ihr kennt das. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Was sagst du? Power. Ja. Okay, mach. Watch out, das wird gefährlich. Watch out, watch out, watch out. Kaboom. War als Curve wäre das durchgegangen? Nein. Es war aber Power. Ja, es war Power. Das war halt so ein Multitalent, das war ein Power, ein Curve und ein Knuckle von Roberto Carlos. Okay, Junge, jetzt wird's, langsam wird's spannend. Zwei Tore. Kann man vielleicht halten. Ja, der war schon stark. Knuckleball halt, ne? Puh. Joker. Das heißt, ich muss leider jetzt das entscheiden. Also, war ein faires Spiel. Ja. Danke. Du hast aber erst ein Tor. Ich weiß, aber ich treffe die so, Flasche. Ja, stimmt. Keeper, ich glaube an dich. Schaffst du. Aber ich meine, er kann eh nicht gewinnen. Das heißt, du triffst ihn nie im Leben. Nein! Hier. Ich beende es jetzt. Komm. Einmal weg, bitte. Nein! Das wär's gewesen! Da ist er da! Okay, weg vor. Ich muss jetzt mir was überlegen. Wenn er nicht trifft, habe ich die Chance auf jeden Fall. Also ich habe so oder so die Chance. Es sei denn, er trifft jetzt das Hydro, dann muss ich auch das Hydro treffen. Okay, warte. Es ist Zeit. The good old curve. Ich weiß, jetzt gleich habe ich drei. Oh. Ja! Reingekurft!
So Leute, das war's mit den Challenges. Man muss sagen, Felix hat hochverdient 2 Punkte. Ich habe mir irgendwie noch 1 Punkt ergaunert und Konzi ist bei 0 Punkten. Ja, aber Konzi, keine Sorge, es ist ja eine Serie an Challenges. Es ist eine Serie an Challenges. Somit hast du noch genügend Videos, um dir deine Punkte zurückzuerkämpfen. Also so Glücksspieler wie Lukas. Ich hätte ganz ehrlich nach den ersten 2 Runden -3 Punkte verdient. Aber Leute, ich kann nämlich auch noch was gewinnen. Richtig, und zwar die besten Einsendungen von euch. Ladet einfach bei Instagram ein Foto hoch, wie ihr auf dem Platz seid und verseht das Ganze mit dem Hashtag MonsterHydro. Nach jeder Challenge gibt es ein fettes Fanpaket mit MonsterHydro und Fußballsachen zu gewinnen. Und am Ende der Challenges muss der Verlierer euch seinen Lieblingsschuh vorbeibringen. 3 Leute gewinnen das insgesamt und ich würde sagen, Leute, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.